Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Monkey Island Teil 2. Und sorry, dass es in der letzten Folge keine Verabschiedung gab. Es gab da ein kleines technisches Problem. No more bets? Okay, here we go. Es mach schon. Ich will auch noch. Thirty-one red. All right! You win again! Today is your lucky day, all right. Would you like money again? Yeah. I think that's enough for me today. Okay, Ralphie. See you tomorrow. Ralph heißt er einfach. You can't win if you don't play. Place your bets, please. Ja, ich möchte nochmal wetten. I'd like to place another bet. Here's one piece of eight. Okay, kid. Which number you want? Acht rot hat er gesagt. I'd like eight red. Okay, here we go. Die Musik kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Eight red. You're a winner, kid. Which of our fabulous prizes do you want? Take your pick. You can have 60 pieces of eight, or you can have the invitation to Governor Marley's Mardi Gras party, or you can have a 3-day vacation on fabulous Hook Island. Well, which will it be? Eigentlich egal, in welcher Reihenfolge wir das machen. Ich will die Einladung. I'd love to have the invitation. He wants the invitation. Congratulations. Thanks. You can't win if you don't play. So, machen wir es auch gleich nochmal. What do you want, kid? Was willst du, Junge? Die nächste Gewinnzahl. What's the next winning number gonna be? First, give me the password. If this is two, what's this? Ja, mal wieder drei. Three? Right. The winning number will be 26 black. 26 schwarz wird gewonnen. Und überprüfen wir das doch mal. You can't win if you don't play. Not my bet. I'd like to place another bet. Here's one piece of eight. Okay, kid. Which number you want? 26. I'd like 26 black. Okay, here we go. Frag mich, warum hier so viele Bücher rumliegen. Die gehören wahrscheinlich zur Bücherei, aber wenn's regnet, wird das... 26 black. You're a winner, kid. Which of our fabulous prizes do you want? Take your pick. You can have 60 pieces of eight, or you can have a 3-day vacation on fabulous Hook Island. Well, which will it be? Ja, wenn's regnet, wird das nicht so gut gehen. Keine Ahnung, was das, wie das mit dem Urlaub da war. I really want the vacation. He wants a 3-day vacation on fabulous Hook Island. Congratulations! Thanks. So. Ich glaube zwar nicht wirklich, dass man jetzt unbedingt die 60 Goldstücke auch noch braucht, aber naja. What do you want, kid? Wir müssen sie einfach mitnehmen, nicht dass der Ralph trotzdem nochmal zurückkommt. What's the next winning number gonna be? First, give me the password. If this is three,
What's this? Yeah. Four? Right. The winning number will be 31 red. Und 31 rot. Ich bin wieder da. All you have to do is watch the wheel go round. I'd like to place another bet. Here's one piece of eight. Okay, kid. Which number you want? 31 rot. I'd like 31 red. Okay, here we go. Ob sie das Rad dann nicht schwarz angemalt haben, frage ich mich auch. "31 red. You're a winner, kid. Your choice is easy this time. You can have 60 pieces of eight." "Congratulations." "Thanks." "Well, that's it for me. We're out of money and prizes. We'll be closing soon. Thanks to everybody for playing." "Can't we play again? I want to win some more." "Well, no." "Oh, come on." "Hey, what's that behind you?" "What? Where?" "Hey." Das kannte ich nicht mehr. So. Gehen wir in die Bücherei. This looks like a lighthouse on a beach. Shh! Leuchtturm. There's a model lighthouse lens inside. This is a library. Psst, das ist eine Bücherei. Dann nimm mir doch die Linse hier mit. Zack. Soll ich das angucken? 3 days and two nights at fabulous Hook Island. Please be quiet. That doesn't seem to work. You're disturbing people. Die stören die anderen. Welche anderen? I don't want to carry that many books with me. Lower your voice. There's so many books here. I'll never be able to find anything. This is not hog calling practice. Sehr kein Lautsprecherwettbewerb. Sieht aber richtig cool aus. So hat das mal früher ausgesehen, ohne Ton. Looks like a normal ladder to me. I won't ask you again. Noch einmal. She looks kind of surly. This is a library. Dann reden wir mal mit der strengen, bestimmenden Frau der Bücherei da rein. Wollen Sie eine tolle Geistergeschichte hören? Hi, ich suche ein Buch. Entschuldigung. Oh, die Geistergeschichte. Wanna hear a fantastic ghost story? Shh! This is a library! Whisper! Now, what is it? Ja, das ist eine Bücherei. Sie sollen flüstern. Warum haben sie da hinten einen Leuchtturm? Why do you have a model lighthouse here? There's a new lighthouse being built in town. That is a scale model of what it will look like. Warum bauen sie einen Leuchtturm? Funktioniert das? Nicht schlecht für einen Leuchtturm. Why do you need a lighthouse? We're tired of rebuilding the wharf every time a boat goes through it. That's why it has to be very bright. It will have one of the most powerful magnifying lenses in the Caribbean. I'd show you with the model, but unfortunately the bulb has burned out. Aha, hat eine ganz starke Linse. Ja, sie würde es uns gerne demonstrieren, aber die Glühbirne ist kaputt. Ja, und sie brauchen einen neuen Leuchtturm, weil so viele Schiffe das zu schnell das in die Bucht reinfahren. Und das Dock beschädigen. Suche ein Buch. I'm looking for a book. Do you have a library card?
Haben Sie einen Bücherausweis? Büchereiausweis? Nein, wie kriege ich einen? Nein, ich habe ihn in der anderen Hose vergessen. Nein, wie kriege ich einen? No. How do I get one? I'll need some personal information. Name? Sie braucht ein paar persönliche Angaben. Name? Es ist ziemlich... Also es ist eigentlich total egal, was wir nehmen. Nur ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Hermann Tusrat man ein Buch weniger ausleihen kann und eventuell bei Gabor Stribot auch, weil die Voodoo-Frau ja gesagt hat, sie hat ein Buch auf unseren Namen ausgeliehen. Also nehmen wir mal Captain Dread, also dem Typ da vom Schiff, von unserem kleinen Schiff. Captain Dread. Address? Adresse. 221 B Baker Street, 10 Downey Street, 1060 West Edison, 1600 Pennsylvania Avenue. Oh, ein weiteres da. 1600 Pennsylvania Avenue? Age! Alter. 21. 21. Neu, 21. 21. 21. Occupation? Beruf. Berater. Freischaffen. Arbeitslos. Pirat. Pirat. Pirate. Vices? Laster. Nasebohren. Fingernägel kauen, rauben und brandschatzen. Ja, rauben und brandschatzen. Murder, arson, thievery, that sort of thing. I see. All right, your library card will be mailed to the address you gave me. In the meantime, take this temporary card. You may check books out of the library, but only four at a time. That's about as many titles as I can remember anyhow. What book are you looking for? Ich weiß nicht, ich darf halt vier auf einmal ausleihen und ich glaube eben bei den anderen zwei Optionen sind es drei. I don't know. What have you got? You expect me to name every book in the library? Use the card catalog like a normal person. Okay, wir müssen es selber bedienen. So. Es gibt wirklich verdammt viele Bücher. Biografie, eine Handvoll Krebse. Tagebuch von Captain Twiddlemore. Biografie hoch. Memoiren von Captain Gilbert. Okay, ich suche eigentlich Frühstück bei Meetox. Nein. Wie man Freundschaften schließt und Menschen beeinflusst. Nein. Fragwürdige Memoiren von Gabor Stribot, wie ich den Ledger besiegte. Das Leben der Fettuccini-Brüder. Oje, oje. Die Bekenntnisse der Zelda Carbunkel. Ein Memorial einer Frau mit zweifelhaften Vergnügen. Erwachsenenunterhaltung. Ah. Ikwu-Buch gibt es? Ich glaube, ich brauche es nicht. I think I'll try a different drawer. Brauche irgendwas, weil in diesem alten Buch ja das drin gestanden ist, dass das Schiff untergegangen ist. Ich dachte, es war unter B wie berühmter Untergang, aber es könnte ja auch U gewesen sein. Schon wieder Big Whoop. Okay, wir brauchen eh irgendein Buch. Also nehmen wir zum Beispiel das mit. A Child's First Book of Tattoos. I'll have to remember that. Wir brauchen nicht ein Buch, was mir eigentlich... Naja, ihr werdet es sehen. Also auf jeden Fall sollen wir eins aussuchen, was nicht wichtig ist.
I've had it with this card catalog. So, hey. Mal gucken, ob es noch was mit Voodoo gibt. Reichtum, Tapete, Voodoo. Die Rezepte Voodoo, Rezepte. I've had it with this card catalog. Rezepte Voodoo. Piratenzitate, okay. Zepte Voodoo, ja, Voodoo. The Joy of Hex. I'll have to remember that. I've had it with this card catalog. Okay, machen wir die zwei. Was das Voodoo brauchen wir garantiert? Pardon me, miss. What do you want this time? Auf jeden Fall Bücher. I'm looking for a book. What book are you looking for? Could you find The Joy of Hex? Okay, here you go. Anything else? Ihr habt aber einen ziemlich interessanten Stuhl für dieses Zeitalter. I need a child's first book of tattoos. Ich fand das damals schon so cool, wo die überall hinfährt mit dem Stuhl. Okay, here you go. Anything else? Ich glaube, nur an diese Bücher nimmt sie nicht, aber hier, hier und hier, glaube ich. I won't be needing any more books just now. Remember, books are the treasure of the mind. Okay, die Bücher sind die Schätze des Geistes. Ja. Dann gehen wir mal den Chef hier besuchen. Da kann man einfach reinspazieren. Aha. Okay. Nice! Nice. Wieso sagt er immer schön? Hey, aren't you supposed to be in jail? Solltest du nicht im Knast sein. Ich habe Urlaub wegen guter Führung. Sie verwechseln mich mit einem Cousin in Garbage. Gouverneur Pat hat mich laufen lassen. Ja, aber ich bin ausgebrochen. Sie verwechseln mich mit meinem Cousin Guybrush. You must be confusing me with my cousin, Guybrush. Oh, I see. The resemblance is uncanny. Ja. Die sehen sehr ähnlich aus, ich verstehe. Könnte ich mal rauf? Da ist ein Feuer in der Küche. Dahinter ihnen ein dreiköpfiger Affe. Probieren wir mal das. Ich würde gerne weiter plaudern, aber ich meinen Friseurtermin. Dreiköpfiger Affe. Look behind you! A three-headed monkey! Really? I'd better fetch the cook! Was funktioniert? Hole ich besser gleich den Kopf. Ich dachte, es funktioniert nur das Feuer. Naja. Das ist ein Bild von Grim von Dango, aber ist nicht so mein Lieblingsspiel. I don't think this has been washed in about 10 years. Die letzten 10 Jahre nicht geputzt haben. Oh je. Yeah. Und das wahrscheinlich auch nicht. There's food or something stuck in the drain. Joker-Ringe oder sowas verstopft. It seems to go off before stuff comes out of the tube. Yeah. There are crumbs and condiments all over it. Sleeping like a baby. A baby elephant. Ein Baby Elefant schläft. I don't think I'd better wake him up. Nicht. I don't think I can move him. Kriege ich den 1 mm bewegen? I don't think I can move him. Ugh.
Okay, berühmte Piraten. Hä? Warum brauchen wir die Piratenzitate? Dachte, da ist was Besseres bei ihm. Tätowierung für die Piraten. A child's first book of tattoos. Oh, the teddy bear is cute. Teddy ist niedlich, okay. Mehr steht da gar nicht drin. A child's first book of tattoos. Oh, the teddy bear is cute. Naja, gut. Also, das ist das Buch. Das Buch. Da steht doch gar nicht viel drin. So. Frag mich aber jetzt wirklich, für was wir das Buch brauchten. Keine Ahnung mehr. Das war aber unser einziges Ziel hier. Where do you want to go? Give me the food giant. Kann man, glaube ich, nicht abbrechen. Ah. Doch, man kann. So, wir sind auf Butian. Warte mal, ich muss jetzt noch mal gucken. Stand wirklich hier. Okay. Ich dachte hier vorne. The sign says the Booty Boutique. Mementos, Souvenirs, Artifacts. Kunstwerk, aus, was? The sign says the Booty Boutique. Mementos, Souvenirs, Artifacts. Ansichtskarten, Kunstwerke, Artefakte, so Zeug. Famous Pirate Quotations. Happiness is a warm manatee. Old Skunk Eye. Kiss me, I've got scurvy. Commander Buttonhead. Darg! Rapscallion. Violets are blue, roses are red. We're coming aboard. Prepare to eat lead. Barney Gout. Mouthwash. We don't need no stinking mouthwash. Fester Leech. Aha. Brauchen das Rapscallion Zitat. Famous pirate quotations. Happiness is a warm manatee. Old Skunk Eye. Kiss me, I've got scurvy. Commander Buttonhead. Darg! Rapscallion. Violets are blue, roses are red. We're coming aboard. Prepare to eat lead. Barney Gout. Mouthwash. We don't need no stinking mouthwash. Fester Leech. Naja, Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Veilchen sind blau, Rosen sind rot. Wenn wir sie entern, sind sie bald tot oder nicht so ähnlich. Das ist ein cooler Laden. Bei zwei. It was handmade by a good friend of mine from another island. Ein guter Freund, der von einer anderen Insel wohnt. I'd like to buy this peg leg. That's one of my favorite things in the store, but I don't have enough back stock to sell it. Das kann er mir nicht mehr verkaufen, weil er nur noch das hier hat und momentan nichts auf Lager. Found that beauty at the bottom of the sea. She cleaned up real nicely though. Auf einem Meeresboden gefunden. Sie sieht jetzt ganz schön aus. I'd like to buy this well-polished old saw. I see you have an eye for quality. That'll be 25 pieces of 8. 25, ja. Okay, I'll take it. Thank you. Vorsicht vor den Piraten. It says beware of parrot. I'd like to buy this sign. Sorry, that sign's not for sale. Oh. Well, I guess I could sell it. That'll be 5 pieces of 8. Ich glaube, man braucht es okay, nicht. Aber ich nehme es mit. Thank you. Ah, doch, natürlich brauche ich es. Ich glaube, da oben verkauft es. It looks like Spiffy the Pinhead. Well, I'd like to buy this mask. Yeah, I like that too. But it's not for sale. Nicht zu verkaufen. Ja, Indies Peitsche. That's the real thing. As seen in Raiders, Temple, Holy Grail and The Young Chronicles. In allen drei Indiana Jones Filmen zu sehen. I'd like to buy Indy's whip. I only have one of those.
so I need to keep it as a display model. Ja, komm, muss es als Vorführmodell behalten, er hat nur noch eins. Those are authentic scale reproductions of rotting skulls rendered in sun-bleached whale bone. There's even some loose skin to hang them up from. Sonnengetrocknete Schädel mit Hautschätzen. I'd like to buy these gross skulls. I just couldn't part with those. They have sentimental value. Die haben ideellen Wert, da kann er sich nicht davon trennen, ha? That's a sign I took from the famous Precipice View Road. I've never heard of it. They call it Dead Man's Drop now. Von der Todesschlucht. I'd like to buy this left turn sign. I only have one of those, so I need to keep it as a display model. Und schon wieder als Vorführmodell. Hat ja echt nichts mehr auf Lager. You'd look good in one of those, and they're great for parties. I'd like to buy these pirate hats. Okie dokie. They are 30 pieces of 8 each. 30 Goldstücke. Okay, I'll take it. Smith. Let me get you one from Overstock. Viel zu teuer. Thank you. Aber ich glaube, wir brauchen es auch nicht mehr. It's ergonomically formulated to enhance stopping power. Für einen kürzeren Bremsweg, dieser Anker. I'd like to buy this anchor. That's one of my favorite things in the store, but I don't have enough backstock to sell it. Okay, die Vase verkauft er glaube auch nicht. It's a beautiful antique porcelain vase. Oh, I'd like to buy this vase. Yeah, I like that too, but it's not for sale. Auch nicht zu verkaufen. Ah, the famous ceremonial lights from the Pirates of the South Pacific. Those aren't for sale. I'd like to buy these tiki lights. I just keep those here because they're cool. They're not for sale. Ja, seine Deko will er nicht verkaufen. Okay, dann... Isn't he a beautiful parrot? He's preoccupied with his reflection. Schöner Papagei ist beschäftigt mit seinem Spiegelbild. Sorry, he's not for sale. Nicht zu verkaufen. Mr. Polly likes that mirror. Yeah, he seems to be in love with his reflection. Ja, mag den Spiegel. Kann ich den kaufen? He likes it where it is. Okay, wir brauchen unbedingt einen Spiegel. Isn't he a beautiful parrot? I think he's in love. Er ist verliebt in das Bild des anderen Papageis. I'd like to buy this mirror. Okie dokie. That'll be 15 pieces of 8. Er kostet 15 und den Hut 30. Ah. Okay, I'll take it. Thank you. Kleiner Bilderraum? It's a picture of a couple of wenches. Eine Piratenbraut. I'd like to buy this small picture frame. Yeah, I like that too, but it's not for sale. It's empty. I'd like to buy this barrel. That's great, huh? Too bad it's not for sale. Ist auch nicht zu verkaufen. Das hier. I'd like to buy this treasure chest. That's great, huh? Too bad it's not for sale. I got that as a gift from a man I saved a few years ago. Don't have much use for a wheel, but he said one good turn deserves another. I'd like to buy this bosun's wheel. That's one of my favorite things in the store, but I don't have enough back stock to sell it. Will er auch nicht verkaufen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, was er uns noch verkaufen will oder nicht verkauft, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ciao, ciao.